Okay. Okay, was willst du? Verwandle jedes X in ein O und drücke dann den Schalter. Was? Wie konntest du meine Falle umgehen? Und viel wichtiger, ist noch etwas für mich übrig? Was erzählst du, Papyrus, oder war noch übrig? Wirklich? Oh, wie? Konntest du dem Geschmack meiner Pasta widerstehen? Nur um sie mit mir teilen zu können? Quäle dich nicht. Ich, Meisterkoch Papyrus, werde dir all die Pasta kochen, die du möchtest. Okay. Und warum achtet er nicht auf das Schild? Bruder hat angefangen, Socken zu sammeln. Wie traurig. Manchmal frage ich mich, was er ohne einen coolen Typen wie mich machen würde. Mensch. Wie sage ich das nur? Du hast dir viel Zeit gelassen, also habe ich das Rätsel ein bisschen aufgepeppt. Indem ich den Schnee nach meinem Gesicht gestaltet habe. Unglücklicherweise ist der Schnee festgefroren. Jetzt ist die Lösung eine andere. Und wie üblich ist mein fauler Bruder nirgendwo zu finden. Ich denke, was ich damit sagen will, ist, keine Sorge, Mensch. Ich, der große Papyrus, werde das Rätsel lösen. Dann können wir beide weitermachen. In der Zwischenzeit selbst das Rätsel zu lösen. Ich werde die Antwort nicht verraten. Okay, was hat sonst geschrieben? Okay. Also. Okay. Was muss ich? Gut. Wandle jedes X in ein O. Okay. Das sollte ich hinkriegen. Das war jetzt nicht geplant. Danke. Ich glaube, ich würde doch lieber die Pfeilsteuerung nehmen. Bra. Gut. Okay. I see what you did there. Das ist wirklich ein bisschen knifflig. Ja. Oder auch nicht. Ich weiß nicht, ob ich es mir gerade umständlicher mache oder nicht. Aber ich hab's gelöst. Wow, du hast das gelöst! Das Ganze ohne meine Hilfe. Unglaublich, ich bin beeindruckt. Rätsel so viel bedeuten wie mir. Bin mir sicher, das nächste Rätsel wird dir gefallen. Das ist vielleicht sogar zu einfach für dich. Hey. Oh, was sonst? Gute Arbeit, du hast das echt schnell geschafft. Du hast nicht einmal meine Hilfe gebraucht. Das ist super. Ich mag es nämlich, möglichst gar nichts zu tun. Ja, das hat man gemerkt. Hi. Wie bist du wieder so schnell hier hingekommen? Hey! Es ist dieser Mensch. Du wirst dieses Rätsel lieben. Es wurde von der großen Dr. Elvis geschaffen. Siehst du diese Felder? Sobald ich den Schalter umlege, werden sich ihre Farben ändern. Jede Farbe hat eine andere Funktion. Rote Felder sind unpassierbar. Du kannst sie nicht betreten. Gelbe Felder sind elektrisch. Sie werden dich schocken. Grüne Felder sind Alarmfelder. Wenn du sie betrittst, musst du ein Monster bekämpfen. Orange Felder lassen dich nach Orange riechen. Du wirst danach köstlich riechen. Blaue Felder sind Wasserfelder. Schwimme, wenn du willst. Doch, wenn du nach Orangen riechst, werden dich die Piranhas beißen. Und wenn ein blaues Feld neben einem gelben Feld ist, bekommst du auch einen Stromschlag. Violette Felder sind glitschig.
schlitterst zum nächsten Feld. Doch die glitschige Seife riecht nach Zitronen. Das mögen Piranhas nicht. Violett und Blau sind in Ordnung. Pinke Felder machen gar nichts. Also im Idealfall auf ein pinkes oder violettes Feld. Betrete sie, wann immer du möchtest. Wie klingt das? Verstanden? Ja. Großartig. Eine Sache gibt es noch. Dieses Rätsel ist komplett zufällig. Wenn ich diesen Schalter umlege, entsteht ein völlig neues Rätsel. Nicht einmal ich werde die Lösung kennen. Los geht's. Okay, ich bin gespannt. Okay. Hab mir das Ganze jetzt ein bisschen schwieriger vorgestellt. Raketti von vorhin. War keine schlechte Leistung von für meinen Bruder. Seitdem er Unterricht im Kochen nimmt, wird er wirklich besser. Wenn er so weitermacht, wird nächstes Jahr etwas Essbares herauskommen. Okay. Die Maschine funktioniert nicht. Schade. Hallo Hundchen. Hallo. Dieser Hund starrt den Schnee an, in der Hoffnung, ihn in Kunst zu verwandeln. Okay. Vorsicht vor dem Hund. Bitte Hunde bitte den Hund streicheln. Der Gedanke, dass der Hund niemals aufgibt, den perfekten Schnee zu bauen, erfüllt dich mit Entschlossenheit. Oh, ganz ehrlich, das ist süß. Was bist du? So und sieht sich als Künstler, der nicht weiß, was er erschaffen soll. Es hilft wohl nicht, dass sein Gehirn so groß ist wie ein kleiner Kauknochen. Okay. Ja, gut. Es ist ein Schneeklumpen mit dem Wort Sans in roter Schrift. Ein Schneepapyrus. Achso, da oben bin ich runtergefallen. Ach du Heilige, das kann ja was werden. Und jetzt habe ich es verkackt, nicht wahr? Ja, habe ich. Okay. Die Rätsel werden interessanter. Ich habe eine Idee. Jetzt habe ich das Rätsel gelöst. Ich muss meine Idee einfach nur komplett andersrum machen, was ich eben hatte. Zack, zack, zack. Machtet ihr eigentlich in den Pokémon-Spielen auch diese Eisrätsel? Ich irgendwie schon. Daran erinnert mich das hier gerade. Zack, haben wir die Brücke. Und warum habe ich eigentlich Lol. So, was gibt's hier rechts? Es ist ein Schneespritz. Es sind Hunde. Uff! Was für eine kleine Hundehütte. Es sind halt Spitze. Es ist ein wahrer Spritz. Ach, du bist süß. Es ist der höhere Hund. Oh, du bist süß. So. Ist so verrückt, dass er
den Kampf für ein Spiel hält. Aua. Au. Au. Okay, dann spielen wir. Au. Gut, dann sprechen wir ihn. Okay. Okay. So, dann zwinkern wir ihm zu. Du rufst nach dem höheren Hund. Er springt auf dich zu und schlabbert dein Gesicht ab. Okay, dann kann ich ihn jetzt wahrscheinlich gleich auch, dingsen. Streicheln. Er sucht Zuneigung. Okay, dann streicheln wir ihn. Ja, er fühlt sich so wohl, dass er ein... schläft. Dann wacht er auf und er ist so aufgeregt. Aua. Du bist ein Arschlochhund. Gut, dann spielen wir jetzt mit ihm. Okay. Au. Ich glaube, ich werde gleich wieder sterben. Gut, dann streicheln wir ihn nochmal. Ich werde langsamer, aber habe noch immer nicht genug gestreichelt. Aua! Okay. Er legt sich mit hochgelegten Pfoten auf den Boden. Der Hund ist glücklich. Jetzt kann ich ihn verschonen. Das ist irgendwie witzig gemacht mit dem Pacifist Way. Junior? Hast du da gerade was missverstanden? Achso, ich muss... sollte zumindest was essen. Kann nichts essen. Auch nur nicht ihr schon wieder. Mensch! Das ist die letzte und gefährlichste Herausforderung. Sieh her! Der Spießrutenlauf des Schreckens. Wenn ich das Wort gebe, wird er aktiviert werden. Kanonenfeuer, Stachel, Schwerter. Jeder Teil wird hoch und runter schwenken. Die Gewinnchancen werden winzig sein. Bist du bereit? Denn ich werde gleich anfangen. Ich habe eine Frage. Warum ist dieser Hund dort bei dem Spießrutenlauf? Na, was hält dich zurück? Was mich zurückhält? Ich werde es jetzt aktivieren. Das sieht mir nicht besonders aktiviert aus. Naja, diese Herausforderung erscheint vielleicht... macht das unseren Sieg zu schnell. Genau. Wir sollten es nicht nutzen. Ich bin ein Skelett mit Standards. Meine Rätsel müssen fair bleiben. Meine Fallen sind mit Expertise erstellt. Aber diese Methode ist so direkt, das hat keinen Stil. Hinfort damit. Cool. Was starrst du mich so an? Das war erneut ein bedeutender Sieg für Papyrus. Okay, das da weiter zu gehen scheint. Guck ich mal, was ist da unten? Gefrott. Okay, ich muss fliehen. Ist das? Eine Tür.
Schön, es ist deine Tür. Ich habe diesen Weg jetzt umsonst auf mich genommen. Da sind die Augen. Okay. Aber der höhere Hund hatte lediglich... 1, 3, lediglich höhere Anforderungen. Och nein. Vor allem, wie unsere Seele einfach so aus dem Bild stolziert. Okay. Willkommen in Snowden. Ein Laden. Der Anblick einer so netten Stadt erfüllt dich mit Entschlossenheit. Gut, jetzt bin ich... Hallo Reisender, wie kann ich dir helfen? Ja, gut. Ein Handschuh. Eine Rüstung. Aufgemalte Muskeln auf dem Schirmband. Okay. Ein Zimtase. Das kaufen wir mal, das kaufen wir mal und das kaufen wir mal und das kaufen wir mal. Ich will erstmal Hallo sagen. Hi, willkommen in Snowden. Ich kann mich nicht erinnern, wann ich hier zuletzt ein neues Gesicht sah. Woher kommst du? Aus der Hauptstadt? Du siehst mir nicht nach einem Touristen aus. Bist du alleine hier? Was gibt es hier? Willst du wissen, was man hier in Snowden unternehmen kann? Bei Gribbys gibt es Essen und die Bibliothek hat jede Menge Informationen. Wenn du müde bist, kannst du dich im Inn ausruhen. Vielleicht nebenan, meine Schwester leitet es. Und wenn dir langweilig ist, setz dich draußen hin und beobachte diese schrulligen Skelette. Davon gibt es zwei. Ich denke, es sind Brüder. Sie sind hier eines Tages angeblich aufgetaucht. Seitdem ist die Stadt ein gutes Stück interessanter geworden. Ja, okay. Denke zurück an den Geschichtsunterricht. Vor langer Zeit lebten Monster in den Waldruinen. Um es kurz zu fassen, wir haben die Ruinen verlassen und zum Höhlenende gewandert. Irgendwann haben ein paar flauschige Gesellen die Kälte gemocht und es sich in Snowden niedergelassen. Oh, versuche am besten nicht die Ruinen zu erforschen. Die Tür ist seit Ewigkeiten verschlossen. Solange du kein Geist bist oder dich unter die Tür gräbst, kannst du es vergessen. Ah, okay. Das ist dann also die Tür. Okay. Das Leben ist wie immer. Ein wenig beengend. Aber wir alle wissen tief im Inneren, dass die Freiheit eines Tages kommt, nicht wahr? Solange wir Hoffnung haben, können wir Tag für Tag jede Schwierigkeit bewältigen. Das ist das Leben, nicht wahr? Ja. Gut. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Gut. Da haben wir die Kiste. Willkommen im Snowden Inn. Snowdens Premium Hotel. Eine Nacht kostet 80 Gold. Tschüss. Okay. Ich glaub, um da oben looten zu können, müssen wir wirklich die 80 Dinger looten. Möchtest du nicht zur anderen Seite der Stadt laufen? Probiere den Unterschneetunnel. Okay. Oh, da drüben. Etwas an ihr verstört mich. Wieder? Mein kleiner Zimtständig, total süß. Hans Banz ist so putzig. Hihi. Okay. Empfange, meine Kinder haben ein Monster gestört, indem sie seine Hörner schmeckten. Also gaben wir dem Monster Geschenke, damit es sich besser fühlt. Jetzt ist es eine Tradition, Geschenke unter den Baum zu legen. Okay. Jo, bist du auch ein Kind? Du bist auch ein Kind, nicht wahr? Dein gestreiftes T-Shirt verrät dich. Aha. Die Stadt hat keinen Bürgermeister. Aber wenn es ein Problem gibt, erzählt ein Skelett einer Fischfrau davon. Das ist Politik. Ja, okay. Ich diese Musik schon höre.
Dann nur die Bibliothek.